Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Jahr 2015 neigt sich dem Ende entgegen und alle Welt, ob groß, ob klein, freut sich auf Weihnachten. Dieses Jahr vielleicht sogar etwas mehr als in den Jahren vorher. Denn das Jahr 2015 war ein unruhiges, ja teilweise beunruhigendes Jahr mit großen Herausforderungen für unsere Gesellschaft und für jeden Einzelnen von uns, so dass jeder sich noch etwas mehr als sonst auf die Besinnlichkeit, die heimliche Geborgenheit und den Frieden mit der Familie zu Weihnachten freut. Wir mussten 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges feststellen, dass die Krisen in der Welt und deren Folgen an den deutschen Grenzen keinen Halt mehr machen. War die Finanzkrise noch eine abstrakte Situation, so wurden die Entwicklungen in der Welt für uns alle spürbar durch die Flüchtlingskrise, durch das Ankommen der Flüchtlinge in unserer näheren Umgebung und natürlich durch die Anschläge von Paris und die damit einhergehende Absage des Fußball-Länderspieles in Hannover. Das alles sorgte für große Beunruhigung und wir können aber feststellen, dass nach Ende dieses Jahres doch auch sehr viele positive Ereignisse in diesem Zusammenhang zu verzeichnen sind. Denn die Menschen in Deutschland haben gezeigt, dass sie die Herausforderung angenommen haben, dass sie die Flüchtlinge mit ihren Sorgen und Nöten aufgenommen haben, sich in einer herausragenden Art und Weise um sie gekümmert haben und dass auch die Verantwortlichen auf Bundesebene, auf Länderebene und in den Kommunen die Zeit genutzt haben, um mit dieser für alle doch neuen Situation umgehen zu lernen, um sich darauf einzustellen und das zu leisten, was man den Deutschen nachsagt, sie am besten können, nämlich organisieren. Und wir können am Ende dieses Jahres doch feststellen, dass das zunächst einmal unüberschaubar wirkende Chaos in der Flüchtlingskrise inzwischen in weitestgehend geordneten Bahnen verläuft und wir in der Lage sein dürften, mit dieser Situation umzugehen. Auch in Jever ist die Flüchtlingskrise angekommen. Die Stadt ist, wie alle anderen Kommunen im Landkreis, gefordert, im Rahmen der Quote Flüchtlinge aufzunehmen und ihnen eine langfristige Heimstätte zu bieten. Darüber hinaus sind wir in besonderer Weise in die Verantwortung, in die Pflicht genommen worden, indem bei uns durch den Landkreis eine Erstaufnahmestelle langfristig organisiert wird. Wir können aber auch für Jever feststellen, dass die Befürchtungen, die natürlich alle da waren, sich bisher nicht bewahrheitet haben, dass es zu keinen nennenswerten Konflikten innerhalb der Erstaufnahmestellen, wir haben ja mehrere davon vorübergehend jedenfalls, gekommen ist, aber auch zu keinen Konflikten zwischen den Flüchtlingen und den Menschen hier in Jever. Und was für mich die größte Sorge war, wenn ich offen sein darf, es gab auch keine Übergriffe durch rechtsgesinnte Menschen außerhalb von Jever oder vielleicht auch innerhalb von Jever auf die Einrichtungen bisher. Und das macht Mut, denn wir können feststellen, wir haben mit der Zeit gelernt, uns auf die Situation einzustellen, mit ihr umzugehen. Und wenn wir diesen ersten Schwung überstanden haben, glaube ich, sind wir miteinander, solange wir solidarisch sind, durchaus in der Lage, die Situation zu beherrschen. Darüber hinaus hat es in Jever natürlich viele andere wichtige Themen gegeben, die manchmal vielleicht ein wenig in den Hintergrund geraten sind. Die Stadt Jever hat in 2015 eine inhaltliche Diskussion darüber geführt, wie sie sich weiterentwickeln möchte. Im Rahmen der Leitbilddiskussion, Leitbild 2025, mit dem anschließenden Masterplan, haben wir eine breite Diskussion geführt mit einer sehr starken Öffentlichkeitsbeteiligung, welche Weichen wir denn stellen müssen, damit sich die Stadt Jever bis zum Jahr 2025 positiv entwickeln kann. Daneben hat es viele einzelne Konzepte gegeben, die ihren Beitrag dazu leisten werden, dass unsere Stadt eben in die richtige Richtung weiter voranschreitet, dass sie entsprechend den Schwerpunkten des Leitbildes sich perspektivisch entwickelt.
Das waren vor allen Dingen in dem Schwerpunkt Bildung und Kinderbetreuung das Kinderbetreuungskonzept. Das war aber auch der Verkehrsentwicklungsplan, der Demografiecheck und eben das übergeordnete Leitbild 2025, die alle unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger entwickelt und dann vom Rat verabschiedet wurden. Wir können darüber hinaus feststellen, dass wir nicht nur Konzepte gemacht haben, die dann in der Schublade verschwinden, sondern tatsächlich auch konkrete Maßnahmen bereits umgesetzt haben, beziehungsweise diese Maßnahmen schon dem Grunde nach beschlossen haben. Dazu gehört vor allen Dingen die jetzige Entscheidung im Dezember des Jahres 2015 für den Neubau eines Kindergartens, um eben den Kleinsten unserer Gesellschaft die Chance zu geben, frühestmöglich gut vorbereitet zu werden auf das Leben. Darüber hinaus haben wir für den weiteren Schwerpunkt im Leitbild, den Bereich Geschichte und Kultur, die wichtige Entscheidung getroffen, das Theater am Dannheim nicht zu schließen, sondern mit vernünftigen Mitteln so aufrechterhalten zu können, dass wir das bisherige Angebot weiter für unsere Bürgerinnen und Bürger bereithalten können. Der Höhepunkt dieses Jahres war allerdings die 25-jährige Partnerschaft mit der Stadt Zerbst, die wir mit einem großen Jubiläum, mit einer großen Jubiläumsfeier im Oktober im Rahmen des Brüllmarktes begangen haben. Wir haben unseren Partnern in Zerbst gezeigt, wie wichtig sie uns sind und wie eng wir uns ihnen verbunden fühlen. Als Zeichen unserer dauerhaften Verbundenheit habe ich Andreas Dittmann eine von Andreas Reiberg gestaltete Grafik überreicht, die eben symbolisieren soll, dass wir nicht nur geschichtlich miteinander verbunden sind, sondern dass diese Städtepartnerschaft lebt und von den Menschen in unseren Städten getragen wird. Und das ist im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten ganz, ganz deutlich geworden. Besonders erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass außer der Reihe der Feierlichkeiten der Bürgerverein, der Shentichor, der Seniorenbeirat und viele Freundinnen und Freunde der Feuerwehr aus Jever nach Zerbst gefahren sind zum Heimatfest, um dort gemeinsam mit unseren Freundinnen und Freunden deren größtes Fest im Jahre zu feiern. Es sind neue Kontakte entstanden, darüber hinaus alte Kontakte gepflegt worden, auch gerade im Rahmen des Heimatfestes. Die Tischtennisabteilung des MTV Jevers ist auf Einladung des TSV Rot-Weiß Zerbst nach Jahren endlich wieder einmal in der Partnerstadt gewesen. Und wir haben gemerkt, es ist tatsächlich so und keine bloße Phrase. Die Menschen wollen diese Partnerschaft und sie tragen diese Partnerschaft. Am Ende des Jahres bleibt mir, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, festzustellen, es war ein schwieriges Jahr, ein anstrengendes Jahr mit Höhen, aber eben auch mit Tiefen. Und ich denke, es wird uns allen gut tun, die Feiertage um Weihnachten herum zu nutzen, um zu uns zu finden, gemeinsam mit lieben Menschen diese wunderschönen Tage zu verbringen. Ich wünsche Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest, ein friedliches Weihnachtsfest und für das Jahr 2016 alles erdenklich Gute, vor allen Dingen Gesundheit und Frieden.